Das ist so, als wenn Sie jetzt eine Wohnung hätten, ja, eineinhalb, zwei Jahre, und über Nacht kommt jemand und sagt so, halbe Stunde, das persönliche Zeug mitnehmen und dann raus. Ich habe mir manchmal gedacht, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt nicht hier wohnen würde. Eigentlich ein absolut gruseliger Ort. Alles dunkel, überall Feuer, überall, also gerade wenn es eben Nacht war. Man ist hier reingekommen, es hat schon gruselig irgendwie gewirkt, aber für mich war das überhaupt nicht so, sondern ach, ich fühle mich einfach super wohl, ich fühle mich in Sicherheit. Und am Freitagnacht um kurz nach 23 Uhr, ja, ist Corona gekommen, ja, und hat gesagt, wir werden innerhalb von einer halben Stunde werden wir geräumt. Wir sollen unsere wichtige Sachen mitnehmen, ja. Das haben wir gemacht, soweit es ging. Ja. Und dann waren vorne zwei Mannschaftswagen von der Polizei. Die haben alles abgeriegelt. Wir haben letztes Jahr im März 2020 angefangen, zur Hochzeit in Corona auf das Camp zu gehen und dort Aufklärung zu leisten und haben gemerkt, dass es ein großes Vakuum oder ein großer Bedarf nach einfacher medizinischer Versorgung gibt. Die Räumung des Camps am Ostkreuz war für uns eine Katastrophe. Für uns und für die Menschen, die dort gelebt haben. Wir haben den Menschen vor Ort medizinische Hilfe, einfache medizinische Hilfe und Beratung angeboten, ohne sie nach ihren Ausweisen, echten Namen oder sonst irgendwelchen Dingen zu fragen. Denn wie es jetzt in den Medien gezeigt wird, dass man die Leute dort vor dem Kältetod gerettet hat oder dass man ihnen eine warme Unterkunft geben konnte, vertuscht, was eigentlich passiert ist. Vor allem, dass es so gekommen ist. Also es ist Wahnsinn, dass man Menschen einfach sagt unter dem Vorwand wegen der Kältehilfe, und das ist einfach nur ein Vorwand gewesen. Die letzten zwei Winter waren wir ja auch da. Unseren Platz, wo wir vorne geschlafen haben, ja, die ganzen Zelte sind weg. Ist alles weg, unser persönliches Zeug, also was wir drinnen gehabt haben, Isomatten und alles mögliche, das Zelt, alles haben sie platt gemacht. Ja. Schon länger war der Regierung das Camp ein Dorn im Auge. So sollen auf dem Gelände Luxusbüros und eine neue Touristenattraktion entstehen. Jeder von der Platte sagt, dass sobald Corona vorbei ist, werden wir sowieso krank worden. Ja? Weil hier soll ja angeblich ja so ein Freizeitpark, Aquatingsbums da, gebaut werden und ja, Wohnungen, Eigentumswohnungen. Ja? Dann wären wir sowieso geräumt worden. Ja, ja, für Immobilienhaie, dass sie das hier richtig schön haben und die Leute, die hier gelebt haben, tja, die sind den Haien zum Fraß vorgeworfen worden. Ich habe 43 Obdachlose, die ich nicht mehr finde, wo ich nicht weiß, wo sie sind, und ich bete jeden Tag seit dem Freitag, dass keiner von denen irgendwie zu Schaden kommt, weil ich dann nicht weiß, was da mit Berlin noch passiert. Die Sicherheit, die hier auch war, auch dass wir hier richtig gut arbeiten konnten und dass wir den Leuten hier vor Ort helfen konnten, das ist weg. Das ist einfach weg. Also ich glaube zu wissen, dass die Gesellschaft das nicht verstehen kann, dass man so freiwillig lebt. Also auch wenn dann bei der Räumung mit den Polizisten, die mich da zum Wohnwagen gebracht haben, und dann erst ich, aber warum sind sie denn hier? Und wenn sie ja sogar einen Wohnwagen und so haben, weil ich freiwillig hier bin, dann der konnte das gar nicht verstehen. Über das letzte Jahr hinweg haben wir beobachtet, dass es von Bezirksregierungsseite oder auch von größeren Institutionen aus es gar kein Interesse gab, mit den Leuten vor Ort wirklich zu sprechen oder in Kontakt zu treten und zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden oder eventuell Ausweichräume anzubieten. Im Gegenteil, die wenigen sanitären Einrichtungen, die es gab, wurden zerstört, immer wieder mit der Begründung, man wolle den Platz nicht so attraktiv machen für Obdachlose. Ich will das gar nicht romantisieren oder was auch immer. Mir ist klar, dass es dort ausgesehen hat, wie sonst wie. Aber jeder hat ja sein Zuhause gestalten können, wie er wollte. Und ja, es gibt Sammelwütige bei uns. Ist aber so. Und
ja. Wie gesagt, die Container, die wurden alle 2 Monate einmal ausgeleert für 60 Mann. Dann kamen die Anwohner und haben auch ihren Müll hier mit hierher gebracht. Also wie sollte da die meisten, also wie sollte man denn überhaupt Herr werden? Es hätte auch vorausgesehen werden können, dass die Menschen nicht die bereitgestellten Lagerschlafplätze nutzen werden. Viele von ihnen leben seit Jahrzehnten auf der Straße und fühlen sich in geschlossenen Räumen schnell eingeengt. Auch bringen solche großen Schlafräume wieder andere Probleme mit sich, wie Gewalt oder sexueller Missbrauch. Lieber erfroren als sowas. Wirklich. Als was? Ja, von einem Ort zum anderen geschickt werden und dann kontrolliert als wir Schwerverbrecher. Was ist, wenn ich jetzt da, wenn wir jetzt da rausfliegen? Jetzt kann ich ja nicht mal mehr in meinen Wohnwagen, der heizbar war. Also man konnte ja da heizen da drin. Also jetzt wäre ich ja wirklich dann auf der Straße. Also jetzt wäre es wirklich gefährlich.